Hallo und grüße euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen. Ja, wenn es denn wahr ist, wenn es denn wirklich, wirklich die vollste Wahrheit ist, nähern wir uns dem absoluten Ende in diesem Part. Wir haben die Korsaren der versunkenen Länder im letzten überlangen Part erledigt und haben uns die Sternmetall-Harpune geholt. Hat auch nochmal eine ziemlich coole Cinematic gegeben. Also die Cinematics von Warhammer 2 finde ich sehr genial. Die Schlacht der ewigen Gezeiten ist jetzt noch nicht zu sehen oder noch nicht aufgeploppt. Ich nehme mal an, dass das eine Questschlacht wird für Graf Noctilus. Ja. Ich nehme an, dass es das ist. Ich hoffe, dass es das ist. Dass es sich so verhält. Ob es das jetzt wirklich ist, werden wir sehen. Also, ich nehme das Slot verfügbar. Genau, du kannst da wieder der Stabstyp da werden. Ob es jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Das werden wir gleich sehen. Und zwar live und in Farbe, wie der grandiose Rock sagen würde. Aha, das war ja alles noch in dieser Runde. Deswegen speichern wir nochmal und dann Noctilus wirklich fast zu Ende. Eigentlich wollte ich da ein Fragezeichen machen, aber das Spiel hat mich nicht gelassen. Ja, die Marianne, ja. Bitte, es wäre schön, wenn jetzt da... Aber ganz sicher nicht. Es wäre schön, wenn da jetzt die letzte Schlacht aufploppen würde. Wir haben nämlich sonst alles gemacht, was wir machen sollen. The launcher has been constructed. And Stormfell's lost shanties have been sung. The verses combining into a potent charm, imbuing the harpoon with great power. The final verse revealing a cavern in the deeps where Amanar lurks. Okay. Verstärkungen der gesegneten Frucht. Verstärkung wird erwartet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dann lade ich das, beziehungsweise... Laden wir das nochmal in der Vorrunde. Weil die Siedlung, mit der dürfen wir dann schon aufhören. Den schwarzen Turm des Akan, den hat er sich durchaus noch snacken können, das ist okay. Aber diese Provinz schenken wir nicht mehr her. Dann laden wir das nochmal, dann kriegt er nochmal eine ordentliche Garnison. Und dann sollte das reichen, beziehungsweise die Siedlung würde dann auch händisch und live und in Farbe verteidigen, wenn es denn sein müsste. Also soll heißen, wenn wir, falls wir mit Noctilus oder mit wem auch immer die letzte Schlacht nicht direkt gleich in der nächsten Runde in Angriff nehmen können. Alles klar. Mm-hmm.
Komm, Bel Aliat. Bel Aliat ist okay, aber... Muss nicht alles so sein. Und ich brich sogar das hier ab, einfach weil es sinnlos ist, weil wir es nicht mehr brauchen. Stattdessen 1, 2, 3 Trash. Jo, und nur so ein Lightheim-Sucher. Das dürfte reichen für die Belange unseres lieben Graf, unseres lieben Graf Henry, genau. Genau. Dann speichern wir das nochmals. Und gehen dann nochmal hin in die nächste Runde. Bleiben hoffentlich bei der Schlacht, dass wir uns die Schlacht genehmigen können. Ja, Nagarond hat sich an Gerial geholt. Interessant. Ja, das hatten wir schon. So, wo? Da unten. Ja, macht man das mit Noctilus eigentlich ja schon, ne? Weil. Na gut, Berg hat auch schlagkräftige Armee, aber halt kein Necrofex. Okay. Leichte Verstärkungsrate. Okay, das heißt, wir brauchen noch eine Runde. Tschüss. Was sagen deine Werte? 6 ist okay. Könnte besser sein, aber ist jetzt da in Ordnung. Ist jetzt auch weniger wichtig. Speichern. Und wieder da, kleine, kürzeste Unterbrechung. Wir speichern noch einmal. Gehen in die nächste Runde. 5000 kriegen wir so nicht, das ist natürlich klar. Aber wir haben da ein Kampagnenobjekt, das sollte reichen. Aber nur um sicher zu gehen. Ja, das hat jetzt nicht unbedingt was gebracht, ist mir klar. 162, 215.
Ja, komm. Schmeiß die Lightheim-Sucher raus. Das tut sie mit der Loyalität jetzt nicht sonderlich. Schlagt sie jetzt mit der Loyalität nicht sonderlich. Falls das nur so ein kleines Kampagnenobjekt ist, die bringen ja nur 1500. Nachgerechnet habe ich jetzt nicht, ob sie das trotzdem ausgeht. Aber wir haben ja zwei Objekte, also wäre das noch gar nicht mal notwendig gewesen. Das wäre also mit dem Teleportieren schon ausgegangt. Mhm. Ja, gute Ben. Okay, jetzt könnten wir uns teleportieren. Die Armee ist aber leider noch nicht voll einsatzfähig. Ah, Mist. Ach shit. Ja, Charlotte. Level-Ups braucht man da jetzt auch nimmer mehr groß. Du kriegst die Affenjacke. Es braucht 4 Runden. Ja, nach Norden ausweichen. Wir werden da nicht an Land gehen können, wieder für die Lagerstellung. Alles klar. Oh, doch. Aha. Schön. Dort aber trotzdem noch. Sollen wir es mit Berg versuchen? Nein, es ist eigentlich, es ist Noctilus, kommt, es muss Noctilus sein, es ist einfach so. Es muss die letzte Schlacht mit Noctilus sein, mit unserem epischen Kommandanten eines marschierenden Schiffs. Alles andere ist unbrauchbar. Du darfst an Land gehen in der Heimat. Du darfst auch Richtung Heimat fahren. Siedlungsverbesserungen. Den Anleitheimsucher darfst du dir behalten, weil du so brav warst in der Untotenschule. Gut, dann brauchen wir nochmal eine nächste Runde dafür. Also ich denke, ich werde das wieder in einem Part zusammenschmeißen, so ist er dann mal seine 50 Minuten dauern, meine Güte. Hätte ich aber echt gedacht, also wenn ich mir an andere Let's Plays erinnere, da war mir die Zeit viel mehr im Nacken, also da habe ich viel mehr gespürt, wie viel Zeit jetzt vergeht. Beim letzten Part habe ich mein Handy daneben liegen gehabt, habe aber trotzdem nicht gecheckt, dass ich schon 54 Minuten aufgenommen habe. Also echt. Der Kerl ist uns ziemlich nah auf den Fersen, der Karin. Muss man ja sagen. Ja. Ja, wir bekommen da ein paar Tote, aber nicht genug für meine Verhältnisse.
Okay, dann. Ja, wobei das ist Rang 9. Rang 9 mag man dann doch nicht herschenken. Du bist nervig, du bist nervig. La 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 la. In der Hoffnung, dass das eine Schlacht ist. Ja, Schädelriff sollte eigentlich sein. Du darfst die Kajüte ausbauen. Du darfst heimwärts kommen. Du marschierst Richtung Kemery Front. Okay, dann steht da wieder eine Forschung. Nimm einfach irgendwas, ist okay. Dann nochmal. Letzte Schlacht, was man nicht alles tut dafür, dass man seine volle Armeeverstärkung versammeln hat. Also ich hätte mir das an Land gehen da eigentlich sparen können. Ich hätte direkt da rauffahren sollen und dann. Clan Rictus. Ja, okay. Nicht Angriffspakt für Kriege, die man nicht führen will. Soll ruhig so sein. Was habe ich da gerade gesehen? Das ist eine Aufwiegelarmee, wenn ich das richtig interpretiere. Himmlischer Sturm. Cool. Aber nicht das, um das es jetzt geht, um Himmels Willen. Überfallte Bucht. Das ist jetzt natürlich wieder große Armee, Eklar. So, bitte, jetzt. Danke. Danke. Danke, danke, danke. Gut, es ist gespeichert. Wir schauen uns die letzte Schlacht an. Wir gehen in die letzte Schlacht mit Graf Noctilus. Teleportieren, bitte sehr. Boah. Alter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 7 mal 3 ist 21. Ja. Wie viele Einheiten sind das bitte? Das sind 14 und zwar sind 16. Die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal 3 ist bekanntlich 21 und, 6, und die 6 dazu macht 27. Das Ganze mal 2 macht 54. Und dann nochmal 16 dazu macht 70. Was geht denn ab? Na gut, das sind alles nur Hundis, das ist jetzt nicht so die. Das ist jetzt nicht so die Bohne, aber die Leichen könnten durchaus ein bisschen wehtun, wenn er sie richtig steuern kann. The chart is blotted, and the sails billow as the ship follows the course revealed by the map. The order is given. Drop anchor. Your crew descends into the depths in search of the beast. Aminar is close. Be
the ancient Mowworm roars. In defiance or anguish, the predator is not used to the role of prey. From the shadows comes another to claim the prize of slaying Lothar's guardian beast. Wolfheart's bane will become Fellheart's glory. But you are in his way. Mhm. Alle drei Strophen des verlorenen Seemannsliedes wurden zusammengetragen und gesungen und entfesseln nun die in ihren Zeilen verborgen liegenden Anrufungen der Macht. Endlich wohnt der Sternenmetallharpune die Macht inne, den Meerwurm Amanar zu besiegen. Doch da ist jemand, der von Anfang an eure unredliche Aufgabe verfolgt hat. Jemand, der von seinem... Okay. Was denn? Your hunt is over. The Mowworm is not yours to slay. It is a creature of Mathland, Lord of the Deeps. And only I am charged to call it his name. It has been amusing watching your sea-racked corpses stumble and dodder as you track the prey. But Amanar is Lothan's guardian, a creature aligned to the Asur. Queen to interfere in such an ancient rivalry. The prize is mine, and mine alone. The beast is summoned. Your use is at an end. Prepare to face the Kraken Lord. Cool. Sehr geil. Das ist schon richtig, das ist schon richtig stark gemacht. Also hammermäßig. Hammer, 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 hammermäßig. Okay. Was bist du? Nimmt Munition auf, 600 Trefferpunkte. Okay, das ist die dritte Strophe vom Lied. Ein Lied, 2, 3, 4. Also Kampf unter Wasser. Boah. Geil. Cool. Bekämpft die Vorhut von Teufelsherz. Mhm. Je Wächter der Tiefe, bitte an die tiefste Stelle der Tiefe. Modus. Die sind jetzt zwar nicht, also keine Nahkampfbestien, aber ich nehme mal an, wenn ihr die Werte richtig lest, dass die im Nahkampf auch noch ganz gut sein dürften. Ja, rüstungsdurchdringend. Ich nehme mal an, dass das ganz gut gehen wird. Charybdis, Kriegswiderer. Ja, bitte, bitte, bitte. Necrofex. Du, schieß einfach. Genau, Noctilus, was ist der Mahlstrom? Genau, Schattengrube, ganz unten, du bist der Mahlstrom. Ich meine, ja, wir werden den vermutlich angreifen müssen, bevor seine Verstärkung des Weges kommt. Wenn wir da jetzt warten und ihn... Okay, er kommt eh schon daher. Wenn man da jetzt lang wartet, dann ist das, glaube ich, nicht so ganz... Ja, das war zu spät. Stopp.
Angriffsbefehle. Ja, wobei, ja, das wird. Ja, du, das hat sogar Kills, das erzeugt sogar Kills. Schön. Winnie, nach vorne. Komm mal, der Freund, alter Freund. Alter Freund, alter Freund, alter Freund. Die Kanonen, die Granaten stellen Sie mal da oben auf, bitte sehr. Beziehungsweise ihr könnt auf die Schatten da drüben, da oben schießen. Winnie, du bist wichtig, Winnie. Egal was du magst, Winnie, du bist immer wichtig. Okay, die erste Runde ist einmal soweit ganz gut gelaufen, aber das war sicher ja, so beabsichtigt, wenn es schon heißt, dass Vorhut, dass das die Vorhut ist. Prometana, die aus irgendeinem Grund gar nicht schießen. Ich will denen jetzt nicht so weit nachlaufen. Weil es semi-sinnvoll ist, sagen wir mal so, wenn dann in Bälde die erste Besatzung noch in den Tiefen lauern, tödlichere Gefahren als Korsaren. Ihr seid jetzt die erste Einheit, also die erste Armee von den anderen Vampirfürsten. Es wäre natürlich ganz geschickt, wenn ihr euch da an der Anhöhe platzieren könntet. Fexilein. Man könnte ihn natürlich auch kommen lassen, es wäre vielleicht sogar. Ja, ich weiß nicht, ob es gescheiter wäre, ihn da wirklich kommen zu lassen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Alles klärchen. Das heißt, wir werden uns dann doch da zurückziehen. Sonst wären wir von zwei Seiten eingekesselt und das wäre nicht nett. Das wäre unhöflich. So, alle Mann retour. Ihr könnt euch sein Gender noch holen von der ersten Welle. Da sind Korsan mit dabei. Der Chen, wenn der Chen weg ist, bin ich eigentlich ganz zufrieden, mal einstweilen. Okay, das mit dem Rückzug funktioniert vielleicht nicht so ganz, wie ich es mir erhofft habe. Verstärkung. Ja, schön. Sehr cool. Sehr cool, dass man da Verstärkung bekommt. Rückzug. Necrofex. Reinballern. So,
So, kurzer Stopp. Ihr kommt in die Gruppe. Die Promethaner. Wie, das ist eine aufgedunsene Leiche da. Bitte auf die Leiche. Noctilus, bitte auf die Leiche. Und die Promethaner hauen da ab. Weg, 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 weg. Die Leiche macht weh, macht wehtun. Ist jetzt explodiert, ich hab's jetzt nicht gesehen. So, weitere Leichen. Eine Leiche kommt da drüben. Wo sind die anderen Deckschützen? Die sind da vorne, aus irgendeinem Grund. Weitere Leichen. Ja, 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 ja. Beim Ahlstrom sollte jetzt ganz gut was ausrichten. Wo seid ihr? Ihr braucht es noch ein bisschen, bis ihr da seid. Jemand von einer Leiche spricht. Wenn man von einer Leiche spricht, was ist mit euch? Habt ihr... Ihr habt natürlich noch nicht auf die Leiche geschossen, ist klar. Was ist da? Das sind Deckwerfer, Bomber. Wie nie? Ja, da ist jetzt ein Leichen durchgeflogen. Alles klar. Da ist die nächste. Ah, Promethaner. Was erfreut die geschundene Seele? Randa. Lass Miranda den Sevilla. Da wird ein Gewusel draus, da wird ein Gewusel draus. Aha. Yep, sehr schön. Oh, 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 da kommen ein paar Hundis von hinten. Auf die Deckschützen, auf die Deckschützen. Bitte umdrehen und den Freunden zur Hilfe eilen. Auffüllen, bitte. Also wir kriegen da echt komfortabel Verstärkung. Darf man ja ganz klar sagen. Hier ran. Da. Um mich an dieser Stelle gerne zu wiederholen, lass Miranda den Sevilla. Da kommt die nächste Leiche. Wie schaut's von da aus? Da kommen Zombie-Piraten, Stangen, Waffen. Waffenstangen, Dangen-Stangen-Waffentypen. Du darfst da drüben mitspielen. Wird dann echt eine spannende Kill-Statistik am Schluss. Aber ja, schaut jetzt nicht so fies aus und so böse aus, wenn solange da immer konstant die Verstärkung da dazukommt. Wo ist die Leiche? Du bist da. Leiche gegen Leiche, wäre doch mal ganz nett, oder? Moment. Stopp.
Okay, dann waren die Schlachten, also die gegnerischen Einheiten bei der Schlachtenübersicht vorher doch nicht alles, was er hatte. Und das waren schon 70 Einheiten. Was geht ab? Meine Güte. So, ihr weicht einmal da aus. Ich will, dass die Leiche die ein bisschen traktiert. Von da hinten kommt nichts. Necrofex, her da. Prometana. Da kommt's, Gummi geben. Wehe, ihr verpackt euch da irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Leiche. Jetzt habe ich nicht gesehen, was mit der vorigen passiert ist. Vermutlich hat er mir die weggeschossen. Könnte ich mir denken, da kommt die nächste. Ja, da. Leiche umhauen, umsprengen, ummatzen. Necrofex. Ja, das geht sich aus. Das ist in Ordnung. Aha. Da kommen Leute, das sind Lightheim-Sucher mit dabei. Das seid ihr, oder? Ja, das seid ihr, okay. Ran da. Ah, verteidigt euch für 7 Minuten, okay. Leiche, Leiche, Leiche. Nicht schön, nicht schön, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, da. Kommen weiter Leichen zum Vorschein. Aber ja, geht noch. Das geht noch, das kann man noch essen. Da ist eine Leiche. Du kannst da mal da in denen entgegen marschieren. Leiche gegen Leiche, wie schon mal gesagt. An dieser Stelle. Anrufung von Nehek, bitte. Beziehungsweise diesen Gesund-Dings machen wir da jetzt mal. Ah, wir haben ja noch Artillerie. Besetzen bitte. Ja, eh nur noch die eine. Schön. Hundis. Ist das ein Gewusel? Meine Güte. Winnie. Das war eine Leiche. Ist zwar ein bisschen Verschwendung, die auf die Hunde zum verwenden, aber ist jetzt okay. Ist jetzt in Ordnung. Da kommen, was kommt da? Okay, das sind nur Wächter der Tiefe. Vini, Nocti, okay, da kommt noch ein bisschen was, bitte da drauf, und zwar nicht auf seine Hunde, sondern auf seine Wächter der Tiefe.
Okay, die verlieren, ist in Ordnung. Einheit verliert klar, Einheit siegt leicht. Was kommt da? Das sind noch Hunde. Da kommt noch eine Leiche. Ist da? Nein, da ist nicht. Ob da noch eine gegnerische Einheit da reinmarschiert ist oder nicht. Was kommen da? Da kommen noch Prometaner. 4 Minuten. Dann nehmen wir jetzt einmal das Seemannslied zur Hilfe. Mal Strom. Das sind nur Zombie-Piraten. Der Necrofex ist aber jedenfalls noch gut in Schuss. Der Winnie ist noch gut in Schuss, der gerade da drüben weiter kämpft. Bitte drehen und auf die Leiche. Winnie, du haltest die da ab, die bösen Buben. Ich meine, gut, wir sind selber böse Buben. Da marschiert jetzt nur ein Leviathan durch die Gegend. Stopp. Erstens mal keine Kanalisierung und zweitens mal dieses Bombardement-Dings da. Oh ja, bitte auf die. Meine Güte. Witziger Pete. Leiche. Da vergibt die, verausgabt die am Piet, komm. Okay, er hätte sich aber ein Ziel aussuchen können für die Leiche, das mehr wehtut. Muss man an der Stelle auch sagen. Ja, 3 Minuten. Ich würde mal behaupten, nein, ich verschreie jetzt mal nicht. Ich verschreie das jetzt mal nicht. 1 pro 106 Sekunden. Okay, die Magie ist mehr oder weniger vorbei. Ja, aber das dürfte da ganz in Ordnung ausschauen. Oh. Okay, da kommen neue Dudes von ihm. Die lösen sie auf da. Die Artillerie, die Karonaden sind weg. Der Winnie hat seinen Spaß da dabei, das ist schön. Ich liebe es, wenn Leute ihren Spaß haben, vor allem wenn die Leute für mich böse sein dürfen. Dann machen wir diesen hier noch einmal. 2 Minuten, ja. Ballern. Noctilus hat schon ordentliche Killstatistik, so ist das doch schön. Wir haben alle ordentliche Killstatistik. Es füllt die Munition auch wieder auf, kann das sein? Ja, füllt Munition auf. Das kann sein. Ja, keine Kanalisierung. Jo. Eine Minute. Teufelsherz hat einen Fluchtweg abgeschnitten. Macht euch für seinen Angriff bereit. Was geht noch ab? Wie viel denn nicht noch? Tötet den Krakenfürsten. Ja, Fluchtweg abgeschnitten. Aber von wo?
Not to think it seems as if we're going to besiege die Korsaren. Ja, ich hoffe mal nicht, dass das hier heißt, dass das nur weiterhin zwei neue Armeen sind, die dann jetzt kommen. Ja, das dürfte die einzige Armee sein. Okay. Bitte fertig machen. Bitte fertig machen. Okay, und das kümmert sich da, Winnie im Alleingang. Die Wächter der Tiefe stellen sie jetzt an der Front wieder auf. Da haben wir noch zwei Prometaner. Noctilus kommt da dazu, du kommst an die Flanke. Oder war es das schon? Okay, das war es schon. Winnie auf jeden Fall hervor mit dir. Ballern, los. So, das ist jetzt dieser, genau, Teufelsherz, dieser Obermacker. Arkane Kanalisierung. Bombardement. Einheiten auswählen, Einheiten auswählen. Ja, Winnie. Du kannst da durchrushen und ihr drei seid eigentlich ein bisschen unterlegen, um da jetzt in den Nahkampf zu gehen gegen seine Frontlinie. Winnie mitten rein, da wo es am meisten Spaß macht. Necrofex. Und ihr drauf. Wo bist du? Okay, du bist weiter hinten. Du komm bitte nach vorne. Du musst da jetzt mitmachen, und zwar tunlichst im Nahkampf. Geht schon. Er haben nicht davon kommen lassen, liebe Freunde. Ja komm, leg dich mit dem Noctilus an. Ja, ja, ja. Brav, brav, brav. So ist das schön. Winnie, da komm. Ja, sie können sich gern am Necrofex verausgaben, die vier Einheiten da. Ist vollkommen in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Findet meine ungeteilte Zustimmung. Nochmal Arkane kanalisieren. Ja, jetzt nähern sich die. Du gehst einmal in den Nahkampf, und zwar tunlichst von hinten. Ja, wir haben es gleich. Wie? Da verschwindet er. Okay, ja, verfolgt's noch. Er wird sich auch wieder anschauen lassen müssen.
Früher oder später. Optilus. Eine kleine Verspannung in meinem Nacken. Vom Zocken in immer derselben Position. Da kommt er wieder. Und ein letztes Mal machen wir noch Auffüllen. Wo bist du? Okay, du verfolgst. Ja, Wolska! Ja, die Schlacht hat nur 21 Minuten gedauert. Hammermäßig. Gut, Gefecht beenden. Boah, das waren 5 Armeen. Verstärkung der Flotte der Verdammten, ja. Also die Armee so, also die Schlacht so ausbalancen, dass das fair bleibt, war sicher eine ziemlich große Herausforderung. 321 Kills. Als Highscorer. Noctilus. Jo, jo, spannend. Also es waren, genau, es waren 5 Armeen. The lord of beasts to raise a beast. Amanar has risen again, but its flesh rots, for it is no longer Ulthuan's ancient guardian of the sea, but an undead monster within your throne. You have the ultimate prize, a treasure greater than any jewel. And with it, your infamy will spread far beyond the coasts. The seas are yours. Its prey and plunder await. The seas are mine, oder unser. Jo. Hammermäßig. Also diese Übersicht da mit unserer Entwicklung schauen wir uns jetzt nicht an. Es wäre nicht ganz an, es wäre sicher ganz spannend zum Sehen. Okay, nein, es wäre nicht spannend zum Sehen, wie sie die Karte verändert hat mit den ganzen Kriegen. Das erinnert mich eher daran, wie richtig hammermäßig schwer das teilweise doch war. Ich gehe mal auf Kampagne fortsetzen. Gut. Speichern. Ein letzter Speicher. Noctilus Ende jetzt wirklich. Speichern. Gut, das war's. Ich bin an der Stelle relativ erleichtert, dass sie das jetzt doch noch ausgegangen ist. Wir haben 220 Runden gebraucht für das Let's Play.
Es wäre sicher recht, es wäre sicher schneller gegangen, wenn man genaueres über die Fraktionsmechaniken weiß. Ja, mein taktischer Ansatz, machen wir vielleicht eine kleine Besprechung. Auf die paar Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr an. Mein taktischer Ansatz, sich da ein Imperium an der Küste, im Land der Assassinen und da an der Küste des dunklen Kontinents aufzubauen. Der Ansatz war, finde ich, immer noch ganz in Ordnung, aber ich habe halt ein paar Dinge nicht gewusst, beziehungsweise ich war zu vorschnell. Ich hätte auf jeden Fall den Galeonenfriedhof da mehr ausbauen sollen. Ich hätte auf jeden Fall Graf Noctilus mehr ausbauen sollen. Vor allem diese Aufbauten da, die auf jeden Fall die den Unterhalt reduzieren. Ich hätte auf jeden Fall mehr Kampagnenobjekte farmen können und zum Geld organisieren. Also es wäre vermutlich schon möglich gewesen, mit zwei legendären Admirälen, also auch mit Berg, diesen Angriff da zu machen. Mit dem Wissen, dass die Fraktionsmechanik trotzdem da eine Rolle spielen könnte, wäre vielleicht doch mit zwei Armeen eine Überlegung gewesen, oder eine gangbare Überlegung, doch Ulthuan da anzugreifen. Und sie das Reich doch in Ulthuan zu erschaffen und nicht da unten, obwohl die Bretonen natürlich auf jeden Fall ein dankbareres Opfer sind. Was mir auf jeden Fall kalt erwischt hat, war die Kriegserklärung von Hackgräf, der ja auch vermutlich immer noch in einem Bündnis ist. 41. Der vermutlich immer noch in einem Bündnis ist mit. Okay, mit Nagarond, ja, die waren aber eh ganz brav, mit denen haben wir nur eine Siedlung vernichtet. Die haben aber eh ganz schön die Füße stillgehalten. Aber der war ja zu dem Zeitpunkt nur in einem Bündnis mit einer Skaven-Fraktion, ich glaube mit Clan Mors, genau, mit Clan Mors. Das hat mich auf jeden Fall kalt erwischt an der Stelle. Und Khemri natürlich auch. Khemri habe ja ich den Krieg erklärt, weil die wirklich so ausgeschaut haben, als hätte ich sie in einem Moment der Schwäche erwischt. Wir haben denen auch am Anfang des Krieges gegen die ganz gut eingeschenkt. Nur wie dann Hackgräf losgegangen ist, war da auch Sense. Soll heißen, am Höhepunkt waren es echt vier Kriegsgegner, die permanent, oder ja, nicht gleichzeitig, aber teilweise gleichzeitig, aber so ein bisschen hintereinander und gleichzeitig, also Hackgräf und Clan Mors war, glaube ich, schon gleichzeitig bei uns unterwegs. Khemri dann dafür nicht, also es hat sich so ein bisschen abgewechselt und das Spiel ist auf jeden Fall dann leichter zu machen geworden, wie dann Hackgräf als Kriegsgegner weggefallen ist. Das auf jeden Fall, das gibt es auf jeden Fall da festzuhalten. Und ja, des Weiteren war meine Taktik natürlich nur ein bisschen auf Powerplay dann, nachdem die Meldung da wegen dem Mahlstrom gekommen ist. Es war aber Iathane dankenswerterweise und wir haben ihm seinen letzten Ritus da natürlich vernichtet. Und sein letztes Ritual statt da vernichtet und sein letztes Ritual dadurch natürlich zum Scheitern gebracht. Lustig, dass da die Scalinger gerade einfallen. Ja, das war auf jeden Fall der Grund dafür, dass wir die Kampagne jetzt noch haben beenden können. Um den Quest ist es ein bisschen schade, den hätte ich noch gerne gesehen. Aber ja, ich muss das checken, ob man nicht vielleicht die Questschlacht nachreichen kann. Vielleicht machen wir dann da nochmal einen Bonus-Part dran in dieser Playlist. Auf einen Part, mehr oder weniger, kommt es jetzt auch nicht an. Ich kann es jetzt nicht versprechen, ob wir das wirklich machen. Ich werde mir das anschauen, wie das da funktioniert. Bei Warhammer 1 kann man die Questschlachten ja sogar so nachspielen. Also ich denke mal, dass das da beim 2er-Teil auch geht. Ich habe es nur noch nicht nachgeprüft, deswegen sage ich da mal nichts Genaueres dazu. Gut, das hier war mein Solo-Projekt, mein Solo-Run, der ein bisschen aus der Notwendigkeit entstanden ist, weil sie der Rock und ich wegen Lockdown in Österreich nicht haben sehen können. Bei uns endet ein Lockdown sogar morgen, es ist jetzt Sonntag, der 7. Februar, bei uns gibt es morgen wieder ein paar Lockerungen.
Das erzähle euch aber nur ich jetzt aus der Perspektive meiner lieben Corona-verseuchten Zeit. Wenn der Part online geht, ist es Sommer, dann ist das Ganze hoffentlich leichter. Gut, dann war es das an dieser Stelle. Der Part ist jetzt schon mega lang, hoffentlich sind wir noch nicht über der Stunde drüber. Dann bleibt mir nur noch zum Sagen Danke, war spannend, war anstrengend. Und zum Sagen Danke, schaut euch weiter bei unserem Kanal um, würde mich freuen. Lasst Likes da, lasst Glocken, Abos da und was auch immer Gott in der YouTube-Welt erfunden hat. Und wir riechen, schmecken und fühlen uns bei den nächsten Projekten, wenn ihr mögt, auf unserem Kanal. Wir sind auf jeden Fall ein hobbymäßiger Kanal. Wir fetzen jetzt nicht jeden Tag 17 Videos raus. Trotzdem kann man auch so Spaß haben mit einem YouTube-Kanal. Ja, an dieser Stelle, das waren ein paar Schlussworte von meinerseits. Es verabschiedet sich der Doc von Gfunden Games und sagt, grüß euch und tüdelü.